Dr. Jutta Traub hat heute auf der Intensivstation Dienst. Die Ärztin nimmt gleich eine besorgte Mutter in Empfang. Die 45-Jährige wurde angerufen, weil ihre 17-jährige Tochter Sophie allein mit dem Auto gegen eine Straßenlaterne gerast sein soll. Dabei darf diese nur mit einer Begleitperson fahren. Gehen Sie eben rein. Ich guck grad mal. Sie hat natürlich Schmerzmedikamente gekriegt. Das sieht ja schlimm aus. Wie kann das denn passieren? Ich verstehe das überhaupt gar nicht. Ich verstehe überhaupt gar nicht, wieso sie überhaupt im Auto saß. Ich meine, sie ist 17, sie darf sowieso nur begleitend fahren. Und ich bin nur eine Stunde mit dem Hund weg gewesen und sie wollte lernen. Sie steht kurz vor der Abiturprüfung und ich weiß nicht, was sie überhaupt jetzt... Sie hat mich weder gefragt noch angesprochen. Ich habe nur gesagt, ich gehe eine Stunde mit dem Hund und sie wollte lernen, ich komme wieder. Das Kind ist weg und der Wagen ist auch verschwunden. Sie hat nichts gesagt, also ich verstehe das nicht. Das Notfallteam hat auch gesagt, sie war allein im Wagen und konnte halt auch sonst... Bisher haben wir noch überhaupt keinen Hinweis. Jetzt sollen wir uns einfach darauf konzentrieren, dass er halt so schnell wie möglich wieder fit wird. Also da sieht man die Milz und da hat es reingeblutet. Und deshalb muss er auch hier auf Intensiv bleiben, weil da kann eine zweizeitige Ruptur, nennt man das. Also in die Milz kann, also unter die Kapsel kann es reinbluten vom Gewebe her und dann kann die Kapsel platzen und das kann halt eine lebensgefährliche Blutung geben. Ne? Ich konnte die Aufregung von Frau Neuss total gut nachvollziehen. Also wenn einem Kind was passiert, ich bin selbst Mutter und weiß, wie das ist. Also wenn einem Kind was passiert, ist man mal per se total aufgeregt. Und wenn man dann hört, das Kind hat einen Unfall gehabt und liegt auf der Intensivstation, das ist großes Drama. Aber was da dahinter steckte, das war völlig unklar. Und da wären wir auch im Leben nicht drauf gekommen. Guck mal, das hat man gerade eben auch schon gesehen bei der körperlichen Untersuchung, dass sie da irgendwie was aufgeschrieben hat. Das sieht wie eine Adresse aus, würde ich sagen. Also wir haben eben gedacht, das ist eine Adresse. Am Kasterweg 22. Ja. Auch schon gesagt, das, Ihnen das was? Nee, mir nicht, weil ich bin auch erst vor einem Monat sind wir erst hier hingezogen aus Bremen. Ich kenne mich überhaupt gar nicht aus, muss ich sagen. Ja. Keine Ahnung, was sie sich da aufgeschrieben hat. Also Verstehst nicht. Für die Mutter muss es ein absoluter Albtraum gewesen sein. Es ist ja immer ein Schock für Eltern, wenn ein Kind verunfallt. Zusätzlich kam da noch zum Tragen, dass es ganz viele offene Fragen gab. Es gab eine ominöse Adresse in der Handinnenfläche. Sophie ist einfach mit dem Auto gefahren. Die Mama war nur kurz weg mit dem Hund Gassi. Plötzlich war die Tochter nicht mehr da. Fragen über Fragen. Fragen, die Sophie selbst nicht beantworten kann. Die Schmerzmittel lassen die 17-Jährige tief und fest schlafen. Um herauszufinden, was hinter der Adresse auf der Hand ihrer Tochter steckt, telefoniert Mama Ute mit der Schule. Danach hat sie allerdings noch ganz neue Fragen. Hallo Frau Neuss, haben Sie was rausgekriegt? Ja, also diese Adresse scheint irgendwie der Mathelehrer zu sein. Also ich kenne die Lehrer ja alle noch nicht. Wir sind ja erst vor einem Monat hier hingezogen. Und das ist seine Privatadresse, was ich jetzt nicht verstehe. Und ich verstehe auch nicht, wieso sie dahin fahren wollte oder überhaupt das Auto genommen hat. Nachhilfeunterricht, kann das sein? Nachhilfeunterricht oder? Ja, aber privat bei dem Mathelehrer zu Hause, das ist mir ein bisschen, ich meine, der soll wohl sehr nett sein, habe ich nur gehört. Mhm. Und wie gesagt, ich kenne den Mann ja noch nicht. Und ich meine, gut, das ist ja nichts unmöglich. Vielleicht hat sie sich so ein bisschen in ihn verguckt. Das ist ganz seltsam, ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, da wohnt der Mathelehrer. Also, ich habe keine Ahnung. Ja. Ich bin auch ein bisschen überfragt, ja, warum sie sowas macht. Während Sophies Mutter weiter recherchiert, sieht Dr. Jutta Traub nach Patient Daniel, der nach einem Stromschlag zur Beobachtung in der Klinik ist. Seine Freundin Caroline hofft auf eine Entlassung. Der 29-Jährige hat damit aber ein überraschend feuchtes Problem. Hallo, Herr Paulsen. Hallo. Machen wir so ganz unorthodox. Hallo. Sie sind ja völlig verschwitzt. Ja, genau. Mir ist eigentlich überhaupt nicht heiß, aber ich schwitze relativ stark. Sehen Sie das auch auf meiner Stirn? Ja, total. Ja. 36,6. Okay. Also Temperatur hat er keine? Ja, ich weiß nicht, ob wieder sowas kommen kann. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ich wollte Sie eigentlich heute entlassen, denn von dem Stromschlag ist alles okay. Ne? Also sind auch keine Folgeschäden zu befürchten. Also das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut, genau. Das Schwitzen konnte ich mir überhaupt gar nicht erklären, denn die Temperatur war unauffällig gewesen. Und das konnte ja auch nicht mit dem Stromschlag zusammenhängen. Und ja, eine medizinische Ursache konnte das hier auch nicht gewesen sein.
Ja, dann kannst du ja doch gleich mit nach Hause kommen. Mit nach Hause kommen gleich? Ja, Schatz, wir können das ja verschieben. Meine Eltern können auch nachher mit zu mir kommen und dann treffen wir uns bei mir und dann können wir das Abendessen von gestern einfach auf heute verlegen. Okay. Okay? Ja, meinen Sie, es ist okay, wenn ich nach Hause gehe, oder? Ich denke, das ist, da spricht eigentlich nichts dagegen. Du, ich habe jetzt irgendwie einen erhöhten Puls. Siehst du auch was? Auf dem Monitor, ja? Schatz, was ist los? Ja. Was ist denn mit Ihnen los, Herr Paulsen? Boah, ich habe hier eine Herzfrequenz auf einmal. Haben Sie irgendwie Stress? Ich meine, also vielleicht könnte ich auch noch mal ein bisschen hier bleiben heute. Wäre vielleicht auch richtig dann, ne? Also, was ist das denn? Haben Sie Stress mit irgendwas? Gibt es irgendwas, was Sie uns vielleicht erzählen möchten oder was wir noch nicht gehört haben? Schatz, willst du mich jetzt wirklich mit nach Hause nehmen und dann mit deinen Eltern da auch noch? Oh Gott, Mann, du machst mich ganz nervös. Aber du bist jetzt auch schon so am Schwitzen. Weißt du was, wir machen das einfach so. Ich frage meine Eltern und die kommen wahrscheinlich hierhin. Schatz, komm mal her. Ja. Also ich meine... Ist okay, dann kannst du auch hier liegen bleiben. Aber die sollen dich jetzt endlich kennenlernen, weißt du? Wir sind jetzt auch ich schon bin nur die ganze Zeit so nervös, weil ich weiß nicht, ob die mich am Ende mögen, was ich mache. Dann fragen die so viel. Und vielleicht denken die auch, dass ich für dich nicht der Richtige bin. Baby, nein! Wie kommst du denn auf sowas? Aber ich schon steht ganz schön die Angst auf der Stirn geschrieben, ne? Also die Eltern kommen dann eher Angstschweiß als alles andere. Ich habe da eher nämlich eine Vermutung, dass sie Angst haben, ihre Eltern kennenzulernen. Ja. Weil ich hatte auch mal einen Freund, der hatte panische Angst davor, meine Eltern kennenzulernen. Da musste ich erst mal sagen, okay, komm mal ein bisschen runter, bleib wie du bist. Ja, und dann das ist halt schon eine Stresssituation, sowas Neues, ne? Kann sowas sein, dass das so eine Art Angstschweiß oder was? Aber auf jeden Fall. Das gibt's, ne? Oder? Ja, klar. Wahnsinn. Das sieht wirklich so aus. Mit dem erhöhten Puls, wow, haben wir keine Temperatur, ist sonst gar nichts. Ne? Okay. Schwitzen oder generell auch Schweißausbrüche sind eigentlich meistens so ein bisschen peinlich, wenn man nicht gerade beim Sport ist oder in der Sauna sitzt. Um das so ein bisschen in den Griff zu kriegen, sind halt so Atemübungen ganz hilfreich. Also man muss einfach runter von der Anspannung und zum Beispiel auf eine verstärkte Ausatmung und Einatmung achten. Da kann man zum Beispiel Stoppuhr stellen auf 3 Minuten und kann versuchen, möglichst lange einzuatmen, Luft anzuhalten und möglichst lange auszuhalten. Nur dass man dann leise mitzählt, 1, 2, 3, einatmen, anhalten, ausatmen. Generell geht es darum, den Stress in den Griff zu bekommen beim Schwitzen. Wie sieht's denn aus mit der, dann kann ich ihn ja abmachen. Dann können wir, wir können ihn gleich abmachen. Ne? Ich würde jetzt noch eine Stunde einfach mal ein bisschen runterkommen lassen, kann er schön duschen und dann kann er gehen. Ne? Okay, ich komme noch mal vorbei. Ja. Ne? Okay. Bis gleich. Vielen Dank. Ich danke Ihnen noch mal. Ja. Beim Treffen mit Carolins Eltern haben diese Daniel übrigens sofort ins Herz geschlossen. Für Unfallpatientin Sophie kommen ihre Klassenkameradinnen Lea und Nele zu Besuch. Und die werden besonders die Schwestern auf Trab halten. Ich wollte jetzt noch Temperatur messen. Die Mama ist auch noch da. Die hat noch ein paar Fragen an dich. Vielleicht können wir da gerade noch mal reingehen. Ja, ich wollte sowieso rein. Ja. Aber es ist irgendwie alles immer noch ganz komisch und klar. Hallo. Jutta, ich habe hier 2 Mitschülerinnen von der Sophie. Ja. Ja, ich habe auch gesagt, dass es überhaupt gar nicht geht, dass sie jetzt einfach auf die Intensivstation kommen können. Aber ich mache jetzt einfach mal eine Ausnahme, weil sie beide so hartnäckig waren. Ich frage mal zuerst. Wir sind direkt hier hin halt. Wir machen es wirklich so. Ja. Was habt ihr denn gemacht? Ihr seid ja auch ein bisschen Kickboxen, ja. Okay, dann sieht man das so aus. Ja, teilweise. Wir müssen das erst mit der Mama abklären. Ja, ich bespreche das, ne? Wartet mal noch hier und ich kläre das ab. Dankeschön. Frau Neuss, können Sie mal kurz herkommen? Ja, bitte. Also es ist Folgendes, das sind 2 Mitschülerinnen von Sophie, die möchten Sie gerne besuchen. Und ich würde das aus medizinischen Gründen jetzt schon verantworten können, dass er rein kann. Das ist ja nett. Ja, klar. Warum nicht? Ja, kommt doch rein. Klar. Hallo. Da freut sie sich bestimmt. Hallo. Wir haben gerade noch Mitschülerin gekommen. Ja. Wie geht's dir denn? Wie geht's dir? Hey. Ihr habt einen Autounfall gehabt. Und was denn passiert? Sieht irgendwie nicht so gut aus. Geht's dir denn soweit gut? Sind irgendwelche schlimmen Schäden entstanden? Oder? Wir haben sie jetzt stabilisiert. Wir müssen sie halt noch kontrollmäßig hier behalten. Wir müssen auch noch eine Aufnahme machen. Hey, die Angst, was ist denn da los? Hey. Was ist denn da los? Hey. Das ist der wir spielen jetzt nicht mal Wahrheit oder Pflicht. Wir spielen jetzt Wahrheit oder Polizei. Was habt ihr da vor? Machen Sie mal auf. Das werden wir gleich mal sehen. Was ist denn hier los? Was ist das? Hallo? So, raus damit.
Matheaufgaben, Klausuraufgaben, Lösungen. Ja, besonders schlau sei ich aber auch nicht. Ne? Also, ich hätte mal ein bisschen Technik benutzt oder so, statt hier so ein Heft zu klauen. Und warum ist das bei Sophie das im Rucksack? Das sind Lösungen, Mathe-Lösungen. Okay. Abi-Lösungen, was ist das? Vorgehabt? Also mir kommt das jetzt wirklich mal richtig spanisch vor. Woher wisst ihr, dass diese Mathe-Lösungen in dem Rucksack sind? Der Rucksack war doch im Auto. Ne, in dem haben doch die Rettungskräfte. Haben ihr wart also mit in dem Auto, daher auch die Verletzung. Ich sag da gar nichts zu. Das ist nicht euer Ernst. Ihr habt Sophie da liegen lassen. Wegen dieser blöden Scheiß-Klausur-Lösungen? Das ist nicht euer Ernst. Sie hätte sterben können. Reden wir hier mal Klartext, wir reden hier von einer Straftat. Und zwar unterlassener Hilfeleistung und Unfallflucht. Die haben Sophie einfach am Unfallort zurückgelassen, haben sich einen Dreck um sie geschert und haben sich selbst erstmal in Sicherheit gebracht. Absolut schlimm und das wird noch Folgen für die beiden haben. Wir gehen jetzt gleich mal zu ihrer Tochter rüber. Du bleibst da, bis die Polizei da ist. Ich möchte wirklich, dass die zwei Mädels da wirklich ordentlich eine verbrezelt kriegen. Da die Mädchen nicht verraten wollen, was genau passiert ist, hoffen die Ärztin und Sophies Mutter, dass sich die 17-Jährige trotz des Unfalls an alles erinnern kann. Die Schilderung der Abiturientin macht sie endgültig fassungslos. Das ist jetzt ein bisschen ganz komisch. Also da musst du uns jetzt mal ein bisschen mithelfen. Was ist denn da passiert? Ich wollte dazugehören. Die beiden hatten die Idee, dass wir die Ergebnisse klauen, damit wir die Prüfung bestehen. Okay. Und dann? Die haben sich den Schlüssel geklaut vom Lehrer und ich habe den Wagen gefahren, damit ich... Du hast den Wagen gefahren? Du weißt, dass du erst 17 bist und nur begleitet fahren darfst und für so einen Scheiß riskierst du das? Ich weiß. Was machst du denn, Kind? Ich wollte das Abi doch schaffen. Du schaffst es auch, wenn du lernst, ganz normal. Der Lehrplan ist komplett anders. Ich komme nicht hinterher. Ach, Schatz. Aber warum? Es kann doch nicht nur um diese Prüfung gegangen sein. Die beiden sind die coolsten in der Schule. Und sie haben mich angesprochen und ich wollte dazugehören. Ich wollte Freunde haben. Meine Freunde sind alle in Bremen, Mama. Ich habe hier niemanden. Um Sophies Verhalten da so ein bisschen nachvollziehen zu können, ist der Hintergrund sehr, sehr wichtig. Sie ist in eine neue Stadt gekommen, sie hat keine Freunde, sie wollte unbedingt Anschluss finden. Da kann man schon nachvollziehen, dass sie sich da so ein bisschen, um Anschluss zu finden, auch auf die falschen Leute eingelassen hat. Aber letztendlich ist da durch eine ganz große Katastrophe auch passiert und sie hätte noch wesentlich schlimmer auch ausgehen können. Sophie, und das sind keine Freunde, das sind Assis, um das mal so zu sagen. Das Verhalten ist absolut asozial. Die haben dich da einfach liegen gelassen. Die wussten, dass es dir schlecht geht, dass du warst bewusstlos, so hat man dich gefunden. Ja, und die haben dich einfach, die sind einfach abgehauen. Das sind nicht deine Freunde. Absolut asozial. Fehlen mir auch wirklich die Worte zu. Ja. Und ich hoffe, dass die auch entsprechend die Strafe dafür bekommen. Ja. Freunde kommen von ganz alleine, glaub mir. Hauptsache, du bist erst mal gesund. Ja. Und alles wird gut. Und das wird so. Du schaffst das. Ja? Okay. Okay. Lea und Nele werden sich für Einbruch, Diebstahl und unterlassene Hilfeleistung verantworten müssen. Außerdem wurden die Mädchen der Schule verwiesen. Sophies Milz verhallte vollständig und die Gymnasiastin konnte 10 Tage später nach Hause. Die 17-Jährige hat inzwischen echte Freunde gefunden und die Abiturprüfung bestanden.